Willkommen in einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und jetzt ist es endlich soweit. Die ersten Team of the Seasons sind raus. Gehen wir mal ganz kurz drauf. Und ja, darauf wurde jetzt lange hingefiebert, dass die jetzt raus sind. Und jetzt sind schon mal zwei Versionen draus. Nämlich zum einen Most Consistent Gold. Die sehen wir hier. Und ich denke, der Martinez ist hier einer der herausragenden Spieler in diesem Team. Und dann auch noch das Ganze mit Silber und Bronze. Und da gibt es natürlich einen Spieler, der schon für so ein bisschen Aufsehen gesorgt hat oder ein bisschen auch die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, nämlich zumindest aus meiner Sicht Lee Kun-hu. Und es gibt sogar Leute, die haben bei Foothead geschrieben, hol ihn dir, Tess. Fand ich richtig geil, als ich das gesehen oder gelesen habe. Und hat mich auch wirklich gefreut, dass inzwischen auch, sag ich mal, so Impact auf Foothead habe, was ja eigentlich so eine internationale Seite ist. Fand ich auf jeden Fall cool und ich würde schon irgendwo probieren, diesen Spieler zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich mir am Ende einfach mal kaufen werde, aber jetzt ist er natürlich gerade vom Preis bei ungefähr 100.000 und das ist natürlich noch viel zu viel, weil das Team of the Season ist quasi gestern rausgekommen und dementsprechend sind natürlich die Preise jetzt noch mit am höchsten. Und ich habe mir überlegt, jetzt kommt ja jede Woche so ein Team of the Season raus und ich habe mir gedacht, dann werde ich auf jeden Fall auch jede Woche mal so ein kleines Pack-Opening durchführen und das wird heute quasi den Anfang finden. Ich werde, ja, sag ich mal, 6 Packs öffnen, einmal dreimal Gold und dreimal Silber, damit ich irgendwie eine Chance habe, die Silberspieler zu holen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem Goldpack. Das habe ich ja noch quasi gewonnen von der Meisterschaft. Ich habe ja in der letzten Folge 3 Spiele gespielt. Die liefen richtig scheiße. Ich habe auch ziemlich einen Scheißtrick zusammengespielt. Aber gut, jetzt öffnen wir mal das erste Pack und wir hoffen natürlich, dass wir hier einen richtig geilen Spieler ziehen. Wir haben schon mal zumindest einen seltenen drin. Aber ansonsten nicht so dolle. Boah, richtig krass hier. 33 Tempo. Dieser Innenverteidiger, das ist natürlich eine Ansage. Ansonsten jede Menge Ramschkarten. Das Chelsea Heimtrikot, das aktiviere ich, weil ich das finde, das finde ich irgendwie geil. Ich finde so einfarbig und so ein leicht goldener Schriftzug finde ich cool. Wirkt natürlich jetzt mit dem Real Madrid Gasttrikot nicht so sonderlich gut. Die können wir verkaufen. Stellen wir einfach mal drauf. Die packen wir mal einfach alle in die Verbrauchsobjekte. Nehmen wir auch alles mit. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Ist das hier eine Torhüter-Trainingskarte? Die verkaufen wir mal. Und ja, danke für die Information. Die restlichen Spieler werde ich jetzt hier abtreten, also ablegen. Und dann war schon das erste Pack schon mal ein Reinfall. Jetzt öffnen wir nochmal einen. Also wie gesagt, 3 Premium Gold Packs, 3 Premium Silber Packs. Und ich bin mir überlegen, ob ich jetzt erst quasi 3 Packs öffne, dann ein Spiel spiele und danach nochmal 3 weitere Packs öffne. Und ich denke, so werde ich es machen. Wir öffnen jetzt mal einfach ein Premium Silber Pack. Nicht mit FIFA Points. Und dann wäre natürlich cool, wenn ich jetzt hier Lee Kun-hu ziehen könnte. Hat aber nicht wirklich gut funktioniert. Nur Scheiße wieder drin. Die nehmen wir mal mit. Dribbeln bloß 10. Ja, ich mal überlegen. Ich denke mal, die sind alle nichts wert. Oh, guck mal, der wäre fast sogar was für mein Koreaner-Team. Aber 74 Tempo ist dann doch ein bisschen zu gering. Mal überlegen, ob ich, was ich jetzt hiervon behalte, was ich ablege. Ja, die behalte ich. Und die sind wir mal auf dem Tauschmarkt. Weiß, wie viel Platz habe ich denn? Ich habe 23 von 75 Plätzen frei, also auf dem Verbrauchsobjektstapel. Das sieht gut aus, also da kann ich auch ein bisschen was in meinen Verein packen. Aber die anderen Sachen kann ich auch nochmal verkaufen. Die anderen Sachen sind irgendwie alle jetzt hier ramsch. Und dementsprechend werde ich sie auch ablegen. Jetzt öffnen wir nochmal ein Premium Silberpack. Und danach spielen wir mal ein Spiel. Und hoffen natürlich, dass wir vielleicht mal was Feines ziehen, aber nicht wirklich auch hier der Fall. Eieiei, nur Mist. Listen wir mal alles. Dann probieren wir ein bisschen den Schaden zu reduzieren, aber hat nicht wirklich bis hierhin geklappt. Das könnte ein bisschen was wert sein. Mal überlegen, ob ich es behalte. Weil ich die doch auch ab und zu mal, wenn ich ein Teambuilding mache, brauche. Deswegen behalte ich sie auch.
Die könnte ein bisschen was wert sein, deswegen verkaufe ich sie jetzt auch einfach mal. Und ansonsten nichts Spektakuläres. Die Spieler werde ich dann auch gleich wieder ablegen. Ja, das waren jetzt schon mal 3 Packs, die waren eher nicht so geil. Die Spieler, ja, die sind alle Mist. Dann werde ich auch die jetzt hier ablegen. Ja, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ordentlich ein bisschen Geld gewastet. In dem Fall, ja, jetzt habe ich schon mal 5.500 ungefähr verloren. Durch die paar Verkäufe werden es vielleicht dann 4 bis 5 sein. Naja, 4.000 ungefähr, die ich jetzt schon mal in den Packs hier verloren habe. Ich hoffe, so geht es nicht weiter. Aber gut, jetzt spielen wir einfach mal nochmal in Liga 1. Eine weitere Partie. Wie gesagt, ein sehr durchwachsener Start und dementsprechend muss ich jetzt mal hier ein bisschen was nachlegen. Und dementsprechend werde ich jetzt hier mit meinem Russian BPL-Team spielen. Ich will gerade überlegen, mit welchem Team ich als letztes gespielt habe. Die Skiller-Mix anscheinend, oder? Ja, der Skiller-Mix. Weil die keine, oder die haben ein bisschen Ausdauer verloren. Dann spiele ich mit dem Russian BPL und den Skiller-Mix auf der Bank. Der tauscht jetzt nochmal den Trainer aus. Weil ich habe gerade nochmal eine Vertragskarte für Manager gekauft. Das Team ist in einem 4-1-2-1-2. Da nehme ich jetzt den Trainer und gebe ihm auch nochmal. Ja, guck mal, da habe ich jetzt 2 schon. Gebe ich mir die Karte. Und Vermahlen braucht auch noch eine Karte, eine Vertragskarte. Dann kann ich jetzt hier so eine von den etwas schlechteren geben. Das dürfte dann erstmal reichen. Und dann sind wir mal gespannt oder hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser wird, als es die letzte Folge war. Fruchtzweck hat jetzt gerade ein Spiel gewonnen, das freut mich für ihn. Und ja, also für mich wäre es dann irgendwann nochmal Zeit, das Trikot oder das Auswärtstrikot zu ändern. Weil so passt das jetzt gerade nicht wirklich gut. Ein hellblaues und ein dunkles Trikot ist dann einfach von der Farbkomposition nicht sonderlich flexibel. Mir ist an mir, FC Ribéry, ich nehme ganz stark an, das ist ein deutscher Spieler, gegen den wir jetzt hier spielen werden. Und er spielt in einem 5-2-2-1. Ein Premier League Team, was recht schnell unterwegs ist mit Young, Walcott und Bent im Sturm. Der Fünferkette natürlich, ne, brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist natürlich immer so eine Sache, Fünferketten. Und ja, also ganz ordentlich, aber auch nicht teuer. Also so ein typisches Übergangsteam, würde ich fast sagen. Wo man einfach so ein bisschen niedrige 80er-Spieler hat im Team, die man hier wahrscheinlich das Team... Ach super, was ist das denn jetzt? Erstmal Verbindung zusammengebrochen. Ich hoffe, das war keine Niederlage. Nee, also das Spiel wurde jetzt einfach gar nicht gewertet, das ist schon mal schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Cheat ist oder ein Glitch, weiß ich nicht. Aber zumindest hat es jetzt nicht so die Auswirkungen gehabt. Und dann suchen wir uns einfach den nächsten Gegner. Dann machen wir es so. Blau gegen Rot. Minabo de Kiev. Keine Ahnung, wo er herkommt. In einem 4-4-2. Eine Mischung hier aus... Ja, er hat einen Superlink zwischen Götze und Reus. Ansonsten auch wieder viel Premier League. Eigentlich ausschließlich Premier League bis auf Götze und Reus. Die findet er anscheinend besonders schön. Oder besonders toll. Und das Team ist auch ganz ordentlich, aber nicht überragend. Sowas sieht man einfach in letzter Zeit sehr häufig, wenn man jetzt hier das Team of the Season, wenn die rauskommen, dass dann da natürlich solche Teams gebildet werden, die recht kostengünstig sind. Er wird zumindest jetzt gegen mich spielen mit einem dunklen Ball. Ist ja auch immer teilweise, wenn es dann schattig ist, ein bisschen nervig. Aber ich hoffe, es geht für euch klar. Gewagter Pass hier schon, wie ich finde. Jetzt bleibt er den langen Ball auf Reus. Kann ich gut zum Torhüter zurücklegen. Und dann die ruhige Ballverteilung, dass wir da keinen Fehler machen. Scheiße. So viel zu keinen Fehler machen. Okay, jetzt könnte es brenzlig werden. Ja, Lauf ins Leere. Und das wird dann wahrscheinlich auch das 1-0. Und das ist, glaube ich, ein Eigentor. So in etwa. Nee, Reus freut sich hier riesig. Ja, dann wird noch ein bisschen gejubelt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das Tor gefallen ist, aber für mich war es eigentlich ein klassisches Eigentor. Weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, wie Reus den reingemacht hat, aber es wird zumindest nicht angezeigt. Von daher können wir es jetzt nicht letztendlich auflösen.
Aber das ist natürlich ein starker Start in dieses Spiel. Und dann spielen wir direkt den nächsten Fehlpass. Ah, in letzter Zeit läuft es sehr gut. Lasket haut hier ganz solide um. Und den Pass hätte ich eigentlich schon abfangen können. Er hat aber letztendlich nicht geklappt. Young führt da recht offen den Ball. Und dann spielt er mir sehr unmotiviert in die Füße. Spielen wir hier steil auf Tarabt. Könnte noch ankommen, aber der Torhüter kommt raus und dann hat er ihn sicher. Schade. Also ich muss mir eigentlich nochmal das 1:0 von dem Gegner anschauen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das zustande gekommen ist. Ah, oh, wie dumm von mir. Schön von Tarabt, aber er kriegt leider den Ball nicht erobert. Geht da gut dazwischen. Schön von David Luiz auch hier dazwischen gegangen. Aber auch da der Ball nicht bei mir. Das war knapp. Wir malen erstmal nicht ganz auf der Höhe. Schwacher Pass. Komm, hat er hoffentlich? Nein, natürlich nicht. Aber hier Bosufa, schön arbeitet mit. Steht der Verteidiger gut. Mal den langen Ball auf Tarabt, aber der kommt wahrscheinlich nicht an. Doch, er kommt an. Die Flanke jetzt hier vielleicht auch Bosufa, aber müssen wir sie vielleicht irgendwie abdrängen. Nee, er hält ihn drinne. Schade. Müssen wir hier ruhiger machen. Oh, wollte ich jetzt hier mit dem Scoop-Turn aus vorbeiziehen, aber hat leider zu lange gedauert. Das frühe Gegentor ist also echt wieder sehr ärgerlich, weil bis hierhin hat der Gegner, finde ich, jetzt noch nichts Atemberaubendes geleistet. Lauf doch bitte. Komm doch dran und dann schießen wir den in die kurze Ecke und dann ist das 1:1. Sehr schön. Ich war mir einfach nicht so sicher, ob ich mit Tarab durchlaufen kann oder durchkomme und deswegen habe ich dann auf den schnelleren Wellen gespielt. Ist immer eine Möglichkeit. Hatte erst das Gefühl, es würde nicht klappen, aber dann hat er sich doch gut durchgesetzt. Und ja, nee. Aber, oh, fast. Da noch dazwischen gekommen. Oh, das macht Balotelli gut, aber zu ungenau. Schwacher Abwurf. David Luiz ist da. Zu offen eigentlich geführt. Richtung sehr deutlich, spielt aber sehr, sehr stark. Und das wird das 2:1. Ist doch scheiße, was mache ich denn da? Meine Güte. Ich weiß nicht, wie Reus da so frei sein kann. Aber er war es einfach. Und dann sehr einfach zu spielen und sehr, sehr einfacher Torabschluss. Oh, kriegt er im letzten Moment den Fuß dazwischen mit Kompany. Oh, das ist eigentlich faul. Pfeift es aber nicht. Er hat Tarabt komplett einfach noch festgehalten und dann konnte der andere Verteidiger locker in den Ball reinkommen. Jetzt machen wir voll in die kurze. Ei! Das ist Elfmeter. Genau, bitte. Da habe ich schon zum Schuss ausgeholt. Der macht hier eine Notbremse. Also für mich ist das auch dann rot. Hier Verhinderung von einer klaren Torchance. Muss eigentlich rot geben. Ich hoffe, das gab es auch. Machen wir in Wellington. Ah. Nee, es gab kein Rot, es gab Gelb. Evra ist noch am Platz. Und dann verschieße ich den Elfmeter. Fuck. Na, ehrlich. Das muss natürlich eigentlich sein. Weil aus der Position wäre das zu 90% ein Tor geworden. Von daher richtig ärgerlich. Und auch, dass es dann nicht bestraft wird. Also. Ich bin jetzt hier. Auf Wellington, kriegt den erlaufen, den Lemelein in die Lackecke und dann ist das 2:2. Sehr schön. Wellington ist natürlich echt durch seine Geschwindigkeit hier überragend, wie er da noch drankommt. Die Grätsche ins Leere, Abschluss gut vorbereitet und dann das 2:2. Bis jetzt ein munteres Spiel, sehr viel hin und her. Ich hoffe, jetzt kann ich mal das zumindest ein bisschen meinen Laden dicht halten. Weil die schnellen Gegentreffer waren natürlich immer jetzt gerade ganz besonders doof. Oh, sollte Schuss doch schon werden, aber weil da läuft ihn einfach.
Boah. Geht er hart rein, aber erwischt den Ball voll. Langer Ball auf Reus. Ist natürlich eine Möglichkeit. Schön von meinem Außenverteidiger gespielt. Musufa jetzt anspielen. Mal die Schusstäuschung. Und dann in den Gegenspieler rein. Tarab kriegt den Ball und den schießt er jetzt auch. Oh, geblockt. Ich war mir so sicher, dass der Ball reingeht, weil das ist einfach Tarab und er hat bis jetzt immer von da gemacht. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da einen angespielt bekommen. Oh, Busufa mit einer ganz, ganz schwachen Ballannahme. Aber Magidi macht das wieder wett. Kommt herab! Ah, aber ich habe gehofft, dass er den Ball nicht richtig angenommen bekommt und der Ball dann auch wieder offen liegt. Schwach gespielt hier vom Gegner, aber dann leider von mir auch zu überhastet. Wollte ich schnell in die Spitze wieder spielen. Oh, sehr guter Ball. Kein Spieler da. Und das war dann die erste Halbzeit. Jo, sehr viel hin und her. Zwei sehr dumme Gegentreffer, sehr zu ärgerliche Gegentreffer, aber Wellington dann genauso mit dem Doppelpack. Den Elfmeter muss ich natürlich machen, oder sollte ich eigentlich machen. Eigentlich nach meinem Empfinden ist es dann auch eine rote Karte. Ja, hier sieht man nochmal das 1:0. Ist dann doch ein Treffer von Reus. Der scheitert am Torhüter und er fliegt ihm dann wieder vor die Füße und er kann das leere Tor schießen. Man sieht, es war dann auch kein Torausschuss, weil er einfach nicht geschossen hat. Ja, Zeit für die Hackenpässe. War keine Schusstäuschung, nein, nein, das war der Hackenpass natürlich. Schwacher Pass hier auch wieder. Aber er kriegt es dann nicht gelöst, sodass er den Ball behalten kann. Ball lang unterwegs, müssen wir jetzt deswegen auch abbrechen, weil es zulaufen kann. Schade, dass der nicht ankommt. Ich dachte, habt ihr eine gefährliche Position bekommen können. Ja. Ja. Wollte ich eigentlich mit dem Übersteiger die Richtung ändern. Ich weiß es nicht, warum er es nicht getan hat, aber es wäre richtig gut gekommen. So viel kann ich euch sagen. Würde jetzt gleich weiterleiten auf Balotelli. Ja, so offensichtlich. Ai! Klappt auch und er schießt dann einfach in die kurze Ecke und der Torhüter macht gar nichts. Bitte. Der steht da genau auf dem Pfosten. Ach, das ist so ärgerlich. Der Gegner schießt die Tore aus dem Nichts, arbeitet nicht dafür und sie fallen ihm einfach vor die Füße. Oh, und dann mache ich solche schönen Aktionen, die dann trotzdem leider schenken oder hängen bleiben oder scheitern. Oh, der Skulptur wäre so mega gewesen. Was für ein schwacher Pass. Komm, mach auf Wellington. Er ist eigentlich fast faul, aber er kriegt es ohne Foulspiel hin. Und jetzt habe ich hier den dummen Konter gegen mich laufen. Nein, nicht schwach gespielt, aber Balotelli ist jetzt durch. Macht hier eigentlich fast sicher, dass das 4:3. Also, das würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da gefallen wäre. Guter Pass in die Füße vom Gegner. Es ist so frustrierend, die Gegentreffer waren so blöd. Allesamt, jeder von den Einzelnen war so dumm. Es fängt sie immer wieder an zu ruckeln. Ja, danke. Da geht die durch, zieht er gut drauf, aber 20 Zentimeter über das Tor. Ach, meine Güte, was ist eine Scheiße, sondern das bis hierhin? Das ist unglaublich.
Ja, jetzt kommt wieder der lange Ball auf Balotelli. Der setzt sich auch wieder überragend durch und das ist der nächste Treffer. Nein, ich komme von hinten an. Sehr schön. Und ich spiele einen Scheißdreck zusammen. Ja, jetzt kommt der nächste Abpraller. Also wenn das nächste Tor geworden, ich wäre ausgerastet, weil es wieder über Abpraller gelaufen wäre ohne Ende. Ich mache natürlich vorher die Fehler. Schwach, wie ich das spiele. Alles zu da und ich spiele es trotzdem über die Seite. So dumm. Total verkorkste Flanke. Kriege ich jetzt mal auch mal hier so einen Abpraller vor die Füße. Danke. Das wäre echt mal super. Ayo! Da stehen zwei Leute. Da stehen zwei blaue frei. Und er spielt den auf den dritten, der zugelaufen wird. Was ist das für ein Scheißdreck? Das Spieler hier schon so ein bisschen. Lässt er sich ein bisschen sehr viel Zeit nach meinem Empfinden. Schuss wird geblockt. Jetzt haben wir noch 15 Minuten. Nein. Ich dachte schon, ich spiele schon wieder einen Katastrophenpass. Ich krieg aber auch jetzt gerade nichts mehr nach vorne gespielt. Nichts mehr sauber nach vorne. Das ist also auch. Das ist auch Unvermögen dann. Und die Flanke auf Ballo. Ja, er läuft jetzt hier schon. Er spielt jetzt hier schon die Zeit runter auf den Außen. Das finde ich dann auch extrem nervig. Setzt er sich jetzt hier ein bisschen glücklich durch. Ja, jetzt läuft er hier. Wie gesagt, er spielt jetzt schon die Zeit runter. Du bist echt geil. Spielt jetzt auch die Flanke. Ja, und es gibt jetzt nochmal Foul. Alter, spielt er hundertprozentig kurz? Nee. Und Lasket dann übers Tor. Ah, es ist so bitter, das Spiel. Ich kann mich auch nicht beschweren. Also, ich spiele scheiße zusammen. Nimmst mal den Ball an, danke. Herab durch. Zieh mal jetzt mal vorne die lange. Ach Mann, es geht alles drüber heute. Warum zieht er denn viel zu hoch? Es war so ein einfacher. Für Tarab war das eigentlich ein einfacher Abschluss. Nur noch alles mit X verteidigt. Komm. Komm. Oh, kriegt er geblockt. Der 86. Witzel macht ihn jetzt rein. Achtung. Witzel! Ei! Das gibt's doch nicht! Komm! Den Nachschuss kriegt er auch nicht. Stark. Ach, kriegt er nicht. Achtung, natürlich lässt er sich jetzt Zeit mit dem Abwurf. Natürlich. Na gut, also er betreibt es nicht mit dem Zeitspielen, das muss ich aber sagen, es gibt da natürlich ganz, ganz schlimmere Kandidaten, aber zum gewissen Teil finde ich es schon ein bisschen auffällig, aber gut. Es ist so bitter, es sind so dumme Gegentreffer. Ich frage mich gerade, also Meister, glaube ich, kann ich nicht mehr werden in dieser Saison. Muss überlegen, ob es langsam mit dem Abstieg knapp wird. Ja, jetzt wird er einmal nach vorne getroschen. Kann sein, dass das schon war. Nee, ich krieg nochmal einen Angriff. Nee, ich denke mal, das wird gewesen sein. Na, ich krieg noch einen Angriff. Geil. Ja. Oh, wie schlecht gespielt und das war's dann. Ja, also über die Niederlage brauche ich mich nicht zu beschweren, denn ich habe nicht gut gespielt, ganz fern von gut gespielt. Die Gegentreffer waren alle viel zu einfach und das ist das Ärgerliche daran. Viel zu einfach und ich habe nach vorne nichts auf die Reihe bekommen. Meine Treffer waren auch irgendwie nur so ein bisschen hässlich gespielt und von daher darf ich mich über die Niederlage nicht beschweren. Passiert.
Eigentlich darf es nicht passieren. Eigentlich sollte es nicht passieren. Also man sieht es ja, ich habe ja auch viel weniger nach vorne zustande bekommen als der Gegner. Ich konnte überhaupt gar nicht mein Spiel aufziehen. Ich habe so viele Fehlpässe gespielt, so viele schlechte Aktionen, so viele schlechte Triplings. Ich darf mich überhaupt gar nicht beschweren. Und die Saison ist bis hierhin eine absolute Katastrophe. Und so, jetzt haben wir noch 6 Spiele. 6 Spiele sind 18 Punkte. Meister werden kann ich nicht mehr. Ich brauche jetzt auf jeden Fall den Klassenerhalt. Da merkt man mal, wie schlecht die Saison bis hierhin ist. Also wirklich einzigartig. Oh, es ärgert mich so. Aber auch in jedem Spiel habe ich bis jetzt scheiße gespielt. Das von daher ist jetzt nicht Pech, dass ich, dass das jetzt hier so schlecht gelaufen ist, sondern einfach schlecht. Gut. Hilft ja alles nichts. Ich habe euch gesagt, dass ich hier noch 3 Packs öffnen werde. Werde ich jetzt machen. Das ist vielleicht auch so eine kleine Ablenkung. Verdient habe ich es mir sicherlich nicht. Ihr vielleicht schon, weil ihr euch jetzt dieses Spiel anschauen musstet. Von daher habt ihr euch das vielleicht verdient. Und wir machen dann ein Goldpack, ein Silberpack und dann noch ein Goldpack. Hoffe, dass doch mal vielleicht was Besseres drin ist. Zabaleta. Wahnsinn, wenn das der beste Spieler ist. Ja. Gut. Habe ich einfach mal von den 3 glänzenden Karten sind es einfach mal 3 Vertragskarten. Danke. So, der Rest ist scheiße. Geil. Ach, komm ey. Kann ich alles ablegen. Stark. Starkes Pack. Jetzt holen wir nochmal ein Premium Silber Pack. Das ist eigentlich echt nur ein Ding. Jakobsen. Ja. Auch hier wieder richtig geile Sachen drin. 2 Bälle, schon mal ein guter Anfang. Die listen wir schnell und danach liegt die letzte Hoffnung auf dem letzten Pack. Weil bis hierhin war das ja absoluter Ronz. Absoluter Scheißdreck. Alter. Und jetzt noch ein Goldpack. Da unten sieht man nochmal die blauen Spieler, die ich jetzt hoffentlich ziehen werde oder kann. Werde ist relativ unwahrscheinlich. Es dauert zumindest ein bisschen länger, ist vielleicht ein gutes Zeichen. Nicht wirklich. Unglaublich. Susaita war ein Spieler, der am Anfang gut bei mir funktioniert hat. Deswegen biete ich ihn auch einfach mal an, aber ich glaube, ich werde ihn nicht mehr los jetzt zu dem Zeitpunkt des Marktes. Die Karte ist ein bisschen was wert. Die werde ich dann auch listen. Ich glaube, die geht so für ungefähr 1,5 bis 2.000. Das ist schon nicht schlecht, aber ja. 3, 4, 1, 2 für Manager. Ne, was ist für... Ist nicht, doch, ist für Manager. Die ist gar nichts wert, also... Gut. Ah, guck mal, das nehmen wir dann mal. Weil das passt dann ganz gut. Der Kontrast zwischen Rot und Blau. Und ansonsten natürlich nur Mist gezogen. So sind meine typischen Pack-Openings. Ich habe bis jetzt... Ich spiele seit... FIFA 10 Ultimate Team und ich habe noch keinen einzigen in Form gezogen. Noch keinen einzigen. Und könnt ihr euch vorstellen, da sind bis jetzt natürlich schon einige Packs dazu gekommen oder zusammengekommen. Und noch keinen einzigen ist schon ziemlich heftig, finde ich. Aber gut, so verteilt sich das nochmal. Das waren dann die Pack-Openings. Es tut, also mir, ich finde es immer noch total bitter, wie schlecht ich gerade gespielt habe. Wirklich, wie schlecht ich gespielt habe. Ich habe nichts ordentlich, ich habe scheiße in der Verteidigung gespielt, mir deswegen 3 Gegentreffer gefangen und in der Offensive nichts hinbekommen und glücklicherweise 2 Tore gemacht, aber bringt ja alles nichts. Eine weitere Niederlage, bis jetzt hier wirklich gesagt, die Katastrophensaison. Und ich hoffe, ich kann die noch retten. Also Wahnsinn, 4 Spiele, 3 Niederlagen, ein Unentschieden, wahnsinnig schlecht. Gut, ich hoffe, es wird besser, es kann nur besser werden. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Boah, an die Latte, vielleicht geht da noch was.
Jetzt nochmal einmal den Angriff für mich kriegen. Einmal noch einen Angriff. Nein, der spielt in unserem Raum, steht denn da keiner.